Oh, hier in Brasilien, es gibt kein Problem mit Tuten. Wir bekommen die Tuten gratis, wir bezahlen gar nichts. Mein Vater hat ein Havaianer für mich gekauft, die kostet 14,51 €. Hat auch Pulver de Tomate, also Tomate, Tomaten, 99 Cent gekauft. Coca-Cola, 150 Milliliter, kostet 1,89 €. Mineralwasser, 1,19 €. Joghurt. Joghurt Paulista ist die Marke, kostet 3,77 €. Wasser, 2,05 €. Für, also ich habe gerade vergessen, wie heißt, aber es ist für Topf und so weiter zu putzen. Das kostet, das hat er zweimal gekauft. Und es kostet 7,12 €. Zahnpasta, Colgate, kostet 1,30 €. Zahnpasta, Colgate. Wasser, Banane, 2,70 €. Ich weiß nicht, wie heißt, das ist für Feuer, kostet 2,55 €. Kaffee, eine kleine Packung, 50 Gramm, 2,35 €. Glas, diese Packung, Glas, gibt es 100 Gläser, Plastik, ne? Aus Plastik. Die sind aus Plastik. Kostet 6,10 €. Kilo ist 4,42 €, aber das war 2,99 €. Das ist Mandiok. Mandiok kostet 4,19 €. Also eine Packung mit 1 Kilo. Coca-Cola 2 Liter. Einmal 5,37 €, also 2 Liter. Blumenkohl, eine Packung, kostet mit 2, 3, keine Ahnung, gibt es ein bisschen hier, kostet 1,47 €. Papaya kostet jede 99 Cent. Aber das ist auf Portugiesisch Banana Prata, das heißt auf Deutsch Silberbananen, diese Packung, 5,26 €, eine große Packung. Diese Packung Kartoffel, 2,27 €. Das Kilo ist 89 Cent. Ist nicht teuer. Kartoffel hier ist nicht teuer. 89 Cent, also ist im Angebot. Diese für die Küche, also zu putzen. Ich habe gerade auch vergessen, wie heißt. Das kostet 2,89 €. Tomate, das Kilo kostet 1,69 €, aber hier diese Packung ein bisschen mehr als 1 Kilo, dann 1,95 €. Feijão com Brasil, ah, das habe ich in Deutschland 5 € bezahlt, also hier kann man Feijão com Brasil por 4,77 € kaufen. Das heißt in Euro ein bisschen mehr als 1 real. 1,5. Mel, diese Mel, 1 Kilo kostet 99 Cent.
diese Orange kostet ein Kilo kostet ein R$1,59. Also dann hier ein bisschen mehr als ein Kilo, R$2,79. Maçã kostet R$5,75. Käse, Packungskäse, also das ist 640 Gramm. Also das ist eine gute Fleisch für die Strogonoff. Kostet R$14,19. Also ein Kilo kostet R$13,99. Aber hier ist ein bisschen mehr als ein Kilo und kostet R$14,19. Diese andere Fleisch, also ein bisschen, also ich weiß nicht, wie heißt auf Deutsch, ist eine Fleisch von, es heißt Mocotó, auf Portugiesisch, ist andere, ein sehr fettige Fleisch, kostet R$5,99. Ein Kilo kostet R$2,99, aber dann es gibt mehr als ein Kilo hier und kostet R$5,99. Ein Melon kostet R$3,79. R$3,79. Kilo kostet R$1,27. Inhame, ich weiß ganz ehrlich nicht, wie auf Deutsch heißt, ich weiß nicht, aber auf Portugiesisch heißt Inhame und kostet, diese Packung kostet R$7,74 gekostet. Diese Packung Inhame hat R$7,74 gekostet. Packung Müsli kostet, jede Packung kostet R$2,79. Packung. Das ist jede ist 200 Gramm. Miojo, das kann man sehr einfach. Ich persönlich mag das nicht, aber es ist ganz einfach, kann man in Mikrowelle tun und man macht in 3 Minuten. Und kostet sehr günstig, jede Packung 85 Cent. Oh Leute, ich habe wirklich auch vergessen, wie auf Deutsch heißt, aber das ist um die Wäsche zu waschen. Diese Packung, große Packung, kostet R$5,99.